Servus Leute und willkommen zu einem neuen Battlefield 5 Video. Heute schauen wir uns eine weitere Medic-Waffe an, und zwar die ZK383. Das Teil hat einige Besonderheiten. Zum einen ist es vermutlich die Waffe mit der niedrigsten unkontrollierbaren Streuung. Das bedeutet konkret, ihr könnt den Rückstoß nach oben ja durch Gegenziehen kontrollieren, aber den Rückstoß nach links und rechts nicht, weil er keinem gleichbleibenden Muster entspricht. Damit ist die Waffe von vornherein schon sehr präzise. Und wenn wir die erhöhte Feuerrate dazu skillen, haben wir eine echte Alternative zur Suomi und der Tommy Gun. Alle Details checken wir noch in den Spezialisierungen. Ich zeige euch wie immer auch mein Loadout und wie der Rückstoß nach oben zu kontrollieren ist. Abschließend gibt es dann auch noch ein Gameplay, in dem wir uns unterschiedliche Distanzen ansehen können. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen noch einen Daumen nach oben. Und an alle, die neu hier sind, lasst mir ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Auch könnt ihr das Ganze gerne teilen und mich damit unterstützen. Also, lasst uns reinstarten in die Spezialisierungen. In der ersten Stufe können wir wählen, einmal die Laufanpassung, verbesserte Präzision beim gezielten Feuern in stationärer Position. Das brauchen wir natürlich nicht, weil wir sind als Medi mobil und wählen daher den leichten Schaft und haben damit eine 60% schnellere Bewegung im Scope, was sehr, sehr nice ist. Im zweiten Skilltree hätten wir die verbesserte Präzision beim gezielten Feuern aus der Bewegung. Das wäre zwar interessant, aber so können wir die Schussrate nicht erhöhen. Also nehmen wir das 33% schnellere Zielen mit. Dadurch geht uns auch die Magazinerweiterung in dem Sinn verloren. Die ist aber nicht so extrem wie bei Tommy Gun und Suomi, weil es nur von 30 auf 40 Schuss geht. Aber wir möchten eben die erhöhte Feuerrate mit 720. Das bringt uns einen viel besseren Vorteil. Und ganz abschließend können wir noch die Hochgeschwindigkeitskugeln ausrüsten, 10% schnellere Kugeln, und das erleichtert uns einfach das Treffen von beweglichen oder weiter entfernten Zielen. Das wollen wir haben. Das schnellere Nachladen, 15%, können wir in dem Fall ignorieren, weil auf die Millisekunden brauchen wir uns jetzt nicht fokussieren. Jetzt schauen wir uns jetzt mal den Rückstoß der Waffe an. Also ihr seht, sie zieht natürlich mit der erhöhten Feuerrate schon gut nach oben, aber eben von links auf rechts sehr, sehr wenig. Und wenn man jetzt den Rückstoß kontrolliert, dann seht ihr an dem Muster, dass wir ziemlich gut auf einer Stelle einfach aimen können. Und darum geht es ja am Ende des Tages. So viel jetzt erstmal zur Waffe, den Spezialisierungen und wie das Rückstoßverhalten ist. Jetzt gibt es noch das versprochene Gameplay auf Armada. Ich habe die Karte in diesem Fall extra gewählt, weil wir ja auch gut auf mittlere und weitere Distanzen eben Gegner auffinden, und darum soll es ja gehen, um auch einfach nochmal deutlich zu machen, dass das Teil eben eine enorme Präzision hat. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß, haut rein, haltet die Ohren steif, wir sehen uns zum nächsten Video, euer A-Team. We'll be right back.
Chump. Smoke grenade!